Jugendmedienzentrum T1. Missgeburt. Du bist Abfall. Krepier doch endlich. Bring dich halt um. Frau Meier erklärt alles so langsam, dass ich in der letzten Reihe fast einpenne. Ja, also Herr Schröder auch. Und ich meine, selbst wenn ich mal wach bin, er kann halt einfach überhaupt nicht erklären. Also ich verstehe gar nichts. Ich habe das Gefühl, dass die Mathelehrer bei uns in der Schule einfach so einen Schlag haben alle. Ja, also Mathe allgemein kann man eigentlich komplett in die Tonne treten. Naja, bei meinen letzten Noten muss ich langsam schon mal irgendwie was Gutes machen. Ich gehe mir mal kurz was zu trinken holen. Ist das gerade wirklich passiert? Bäh! Felix, der Schleimer, hat heute in Mathe eine 2 bekommen. Der Streber. Krepier doch, Felix. Das geht mir jetzt wirklich zu weit. Jetzt hört mal auf, ey. Ist er nicht aus seinem eigenen Schleim aufgehört? Nicht er, Felix. Schon da? Erratet, was ich in Mathe hab. Oh je. Sag schon, was ist? Eine 2. Hey! Siehst du? Gut. Ja. Das ist der Nachhilfelehrer genommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber klar hat die Nachhilfe wieder was gebracht. Ein bisschen was bringt's auf jeden Fall. Ja, klar. Wenn man eben das jetzt so macht, dann kann man alles okay? Ich hab noch was vergessen. Das ist ja wieder typisch. Nein, das ist okay. Zwei Fotos? Ja, extra für dich, Felix. Schleimer. Krass. Warum macht da keiner was dagegen? Schleimer. Nix. Ciao. Ciao. Wie kann man denn sowas überhaupt gehen? Ha, so ein Pisser. Wow.
Hab heute in der Umkleide was Krasses gesehen. Was denn? Ich hab's auch gesehen. Boah. Krass, ist das ansteckend? Ah, wie heißt die Krankheit? Stinken tut er auch noch. Ja, Felix, geh heim. Ist einfach nur widerlich. Ich brauch niemand, Felix. Schattel. Assi, Mist, geschlagen, ich schlitz auf dein Bein. Trotzdem, dein Face. Mach dich weg, piss dich, dir gesterbt, ihr Blechchen. Ich hätte Felix helfen können. Ich hätte einfach in die Gruppe schreiben können, dass die anderen aufhören sollen. Oder wenn sie es nicht getan hätten, ich hätte die Gruppe auch einfach verlassen können. Aber ich wollte es mir einfach nicht mit den anderen verscherzen. Und wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, ich hätte Felix helfen müssen. Ich hätte mich einfach mit Anna zusammenschließen können. Zu zweit hätte ich mich bestimmt getraut, weil wir zusammen einfach stärker gewesen wären. Ja, also als alle dann Felix nicht mehr so toll fanden, fand ich ihn halt auch nicht mehr so toll. Und ich habe mir halt irgendwie auch gedacht, ich meine, wenn er sich selber nicht wehrt, ist er auch irgendwie selber schuld. Dann habe ich ihn auch nicht mehr angerufen, weil, ja. Also im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das totaler Schwachsinn war. Ich meine, er hat ja selber nichts machen können. Es gab ja keinen Grund dafür und er hätte auf jeden Fall Hilfe von außen gebraucht. Und die hätte ich ihm einfach anbieten sollen. Ich hätte ihn einfach anrufen können und mit ihm reden können. Und ich habe mich noch gefragt, warum keiner was unternimmt. Das Ganze wurde mir auch echt zu krass. Aber Felix ist auch gar nicht mein enger Freund und wahrscheinlich habe ich deswegen einfach nichts gemacht. Jetzt ist mir klar, ich habe was gesponsert. Alex und Benny sind meine Freunde und ich hätte ihnen sagen sollen, dass es gar nicht mehr lustig ist. Ich hätte einschreiten können. Da war ich wohl einfach zu feige. Hätte ich anders machen sollen. Als dann wieder so ein krasses Foto von Felix kam, bin ich gerade aus dem Auto meines Vaters ausgestiegen. Und in dem Moment war es mir einfach zu peinlich, ihm von der ganzen Situation zu erzählen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, dass es eh schon so eskaliert ist, dass ich auf jeden Fall einen Erwachsenen um Hilfe bitten hätte sollen, weil es einfach nicht mehr lustig war. Ja, ich hätte früher darüber reden können oder mir Hilfe suchen sollen. Aber ich habe mich einfach total ohnmächtig gefühlt. Ich habe mir einfach gewünscht, dass irgendjemand auf mich zukommt und mir hilft. Wenn du Mobbing mitkriegst, dass irgendjemand fertig gemacht wird, dann schau nicht nur einfach zu, sondern tu was gegen Mobbing. Weil du kannst es stoppen. Dislike leicht Misshandlung, hab Mitleid für ignorante Haltung. Es ist Zeit, hab Schneid und lock dich aus, weil es kein einziges Todesopfer wegen Mobbing braucht. Zurzeit versprüht Felix nur wenig Euphorie, er leugnet, wie die Auswirkungen sind, die ihn nie wieder so unbeschwert durch sein Leben gehen lassen und das Verblassen von glückseligen Sachen ihm in seinen Alltag belasten. Was für ein Schwachsinn. Dislike weiß keinen Witz leicht, weil Mitleid nicht reicht. Mentalität, ich bewirke keine Veränderung von Problemen. Auch du kannst es stoppen, du kannst dagegen vorgehen. Stirb einfach. Hört mal auf, ey.